Willkommen zu Shut Up and Take My Money, unserem Format, bei dem es ursprünglich nur um Crowdfunding ging und für das wir ursprünglich auch unsere Deko haben crowdfunden lassen von euch, weswegen wir auch ein pinkes Plüschwein namens Money haben. Das hier ist Professor Dr. Heinz Featherly, unser Maskottchen, und auf keinen Fall gecrowdfundet. Und ich glaube, er ist in der Midlife-Crisis und möchte eine Band gründen. Aber das Schlagzeug ist tatsächlich ein Geschenk gewesen. Insofern vielen Dank für die weitere Unterstützung mit Deko. Wir haben aber in den letzten Folgen Shut Up and Take My Money noch ein bisschen umgestellt und machen daraus mehr so eine News-Sache relativ locker. Und das werden wir auch heute so handhaben. Deswegen werde ich einfach durch meine Notizen scrollen und euch Dinge erzählen über Sachen, die interessant sind, anstehen, angekündigt wurden oder gerade gecrowdfundet werden. Dementsprechend als allererstes, die Abstimmung zum RPC Fantasy Award läuft. Das ist der Award, der immer auf der RPC verliehen wird in Köln. Und das ist einer von den Awards, der tatsächlich von dem Publikum vergeben wird. Das heißt, ihr könnt abstimmen in einer ganzen Reihe von verschiedenen Kategorien zum Thema Fantasy und Rollenspiel. Das heißt, ganz klassisches Pen and Paper, aber auch zum Beispiel Videospiele, Romane und so weiter und so fort. Ihr findet die Möglichkeit abzustimmen unter rpc-germany.org und vielleicht kommen euch ein paar von den Büchern und Spielen, die da zur Auswahl stehen, bekannt vor, weil wir sie zum Beispiel vorgestellt haben. Aber ansonsten schaut euch um, ob da ein paar Favoriten von euch sind und gebt ihnen eure Stimme, damit das Ganze ein schön gleichmäßiges Bild von der Szene gibt. Und dann weiß ich auch, wenn ich am Ende vermutlich wieder mit Tommy Krabbeis zusammen den Award moderiere, dass sehr viele Leute abgestimmt haben und alle Leute verdient gewonnen haben, denen ich was in die Hand drücke. Freue mich schon drauf. Dann eine Ankündigung zum Brettspiel Willen des Wahnsinns. Das wird nämlich versoftet. Das heißt, es wird ein Videospiel geben, das genauso funktionieren soll wie Willen des Wahnsinns in der zweiten Edition, nur halt eben digital. Es gibt tatsächlich noch nicht viel mehr außer diese Ankündigung, das wird existieren. Es gibt ein paar Screenshots, auf denen man sieht, dass wohl zumindest sehr liebevoll die Orte, die man als kleine Pappmarker und Auslegeteile kennt, nachgebaut wurden und dass auch Charaktere drin sind, die man kennt. Erstmal schauen, was draus wird. Da ich tatsächlich die zweite Edition von Willen des Wahnsinns sehr mag, werde ich da ein Auge drauf haben. Das ist vielleicht eine weitere Möglichkeit, mit Leuten auch online zusammenzuspielen, wenn man nicht alle an einen Tisch bekommt. Eine weitere Ankündigung für ein Spiel, das ich sehr gerne spiele, zu Imperial Assault, dem Dungeon Crawler zu Star Wars von Fantasy Flight Games, wird es eine weitere Erweiterung geben. Und die wird auf Lothal spielen. Das ist der Planet, der im Zentrum der Animationsserie Rebels steht, die ich ebenfalls mag. Sie wird heißen Tyrants of Lothal und es gibt neue Charaktere, aber vor allen Dingen wird es auch zu der Erweiterung kleine Erweiterungen geben, in denen neue Charaktere drin sind, die man aus der Serie kennt, Rebels. Das heißt, der Rest der Crew wird dazu kommen, der noch nicht schon in anderen Packungen dabei ist, die Captain und ihren Droiden, die gab es ja schon. Und es wird auch den Grand Admiral Thrawn geben, den sehr viele Star Wars-Fans vermutlich kennen dürften, den man dann als kleine Miniatur über den Tisch schieben kann. Ich fürchte, der wird das am Betrieb wieder zuschlagen. Dann kommen wir zum Thema Crowdfundings und als allererstes, Ulysses Spiele hat wieder ein Crowdfunding im Rahmen der World of Darkness. Es wurde zu dem Geburtstag der verschiedenen alten Systeme dieses Horrorsystems, Erzählhorrorsystems, eine ganze Menge gecrowdfundet. Das heißt, es gibt Vampire in der Jubiläums V20 Edition, Werwolf und es gibt auch Mage. Das jetzige Crowdfunding ist für zwei verschiedene Dinge. Einmal für Vampire der alten Welt, das heißt für das Rollenspiel, mit dem man im Mittelalter und in der Renaissance Vampire spielt. Das heißt, dass damit auch deutlich mächtigere Kreaturen teilweise noch möglich sind, dass die Politik und die ganze Landschaft anders aussieht und die Regeln für Vampire etwas anders sind und dass man auch Clans spielen kann, die im modernen Setting dafür gar nicht mehr existieren. Für das moderne Setting, für Vampire the Masquerade in der Jubiläumsedition, gibt es im selben Crowdfunding auch einige Bände, die Regeln und Hintergrund vertiefen für die Clans, für Blutlinien, für Ghoul und noch für ein paar kleinere Sachen. Das ist vor allen Dingen, die letzten Sachen sind vor allen Dingen etwas dafür, denke ich, für Leute, die ihre Sammlung zu Vampire V20 für die Jubiläumsedition, die es ja schon gibt, erweitern wollen und auch vertiefen wollen und weiterhin in dieser alten Version von Vampire spielen möchten. Und das mittelalterliche Vampire ist schon eine etwas speziellere Sache. Ich habe es aber damals auch gespielt und durchaus meinen Spaß dran gehabt. Das heißt, wenn da Leute sind, die noch ein bisschen Nostalgie für dieses Spiel mitbringen oder gespannt drauf sind, dann solltet ihr ein Auge drauf haben. Es ist schon gegrundfundet, das heißt, diese Bücher wird es geben, die werden vielleicht jetzt noch ein bisschen nobel ausgestattet mit dem Lesebändchen und Kleinigkeiten und dergleichen. So, kommen wir noch zu anderen Rollenspielen, die derzeit im Crowdfunding sind, aber in diesem Fall auf Englisch bzw. Italienisch.
Für das erste Shattered Tower heißt es, das ist ein Rollenspiel, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Survival noch ein bisschen härter zu gestalten und das in einer Welt spielt, wo die Menschen in einzelnen Städten eingekesselt sind und versuchen rauszugehen in die Wildnis, die von mächtigen Monstern beherrscht wird, um dort verlorene Technologie zu finden und das Überleben und Verbesserungen zu ermöglichen. Es klingt insgesamt ein bisschen wie eine Mischung aus Earthdawn und Numenera, so mit der verlorenen Technologie und der feindlichen Welt und dass man rausgehen muss und verlorene Dinge wiederfinden, nur ohne den eher optimistischen Grundton von beiden. Das System, das vorgestellt wird, von dem es heißt, das ist sehr speziell, klingt meiner Meinung nach ziemlich nach dem aktuellen Shadowrun, aber das Artwork ist sehr schick und falls man vielleicht irgendwie Lust auf irgendwie noch ein anderes Sci-Fi-Fantasy-Spiel hat, das ziemlich hart sein soll, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Es ist schon finanziert, das heißt, es ist auch jetzt kein Risikospielchen mehr. Was auch auf jeden Fall finanziert ist, ist Undoros the Dark Star. Das ist eine Erweiterung für Symbarum. Das ist ein melancholisches Dark-Fantasy-Rollenspiel aus Schweden, wo in letzter Zeit sehr viele, sehr coole Rollenspiele herkommen. Und Undoros the Darkest Star ist eine Erweiterung, die gleich drei verschiedene Sachen macht. Es ist eine Stadtbeschreibung von einem Ort in der Welt von Symbarum. Es ist eine Regelerweiterung, die neue Fähigkeiten, Ausrüstung und dergleichen mitbringt. Und es ist der dritte Teil einer Kampagne. Das ist ein bisschen ungewöhnlich zusammengelegt, aber immerhin, es soll sich durchaus auch an Neueinsteiger richten. Und deswegen gibt es ein kostenloses PDF, wo man sich anschauen kann, was in der Kampagne vor Teil 3 schon passiert ist. Symbarum ist weiterhin auch durchaus sehr beliebt international. Deswegen braucht man sich auch da keine Sorgen drum machen, dass es da was schiefgehen könnte. Kommen wir zu Brettspielen. Da haben wir einmal Terminator Genisys als ein Brettspiel. Das sieht aus wie ein ziemlich klassischer Dungeon Crawler, wo man mit einer Handvoll Helden durch eine Einrichtung läuft und versucht, verschiedene Einheiten von Skynet platt zu machen und Ziele zu erreichen. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet Terminator Genisys ist. Da wären vielleicht andere Filme aus dem Franchise interessanter gewesen, aber vermutlich war das das günstigste. Es scheint jetzt nicht viel groß neu zu erfinden. Es ist vor allen Dingen hier, wir haben jetzt einen Dungeon Crawler mit diesem Thema und es ist eine Arnie-Figur dabei. Das ist vielleicht für manche Leute schon allein ein Grund. Es gibt eine Erweiterung zu Zombicide, und zwar Zombicide Invader, was relativ unterhaltsam ist in der Hinsicht, als dass es weder um Zombies geht und auch ansonsten es sich von den Regeln her anderes Spiel, aber ein ganz anderes Setting handelt. Es spielt nämlich in der Zukunft auf einer Minenkolonie auf einem fremden Planeten. Man spielt dort Überlebende, entweder Soldaten oder Zivilisten, die dann aber Zombicide-typisch durch Räume gehen, versuchen Ausrüstung zu finden und Monster bekämpfen. Nur dass diese Monster diesmal keine Zombies sind, sondern Aliens oder Alien-Zombies, schwer zu sagen. Es gibt ein paar neue Regelmechaniken, wie zum Beispiel es gibt Bereiche innerhalb der Station, wo man normal herumlaufen kann, aber wenn man raus will auf die Oberfläche des Planeten, dann braucht man Sauerstoff, den man dabei hat und man kann nicht mehr alle Waffen einsetzen. Und das Hauptmonster verteilt einen ekelhaften Alien-Pilz, aus dem dann weitere Monster spawnen. Zombicide ist auch weiterhin sehr beliebt und ich muss sagen, dass tatsächlich mich dieses Setting fast mehr anspricht als die bisher bestehenden klassische Zombie-Überlebenssache und einmal Zombicide Black Plague, was im Mittelalter spielt. Deswegen werde ich mir das nochmal genauer anschauen. Dann Unbroken ist ein Solospiel mit der lustigen Idee, dass man die letzte Person ist von einer klassischen Heldentruppe in einem Dungeon, die überlebt hat und jetzt verzweifelt versucht, irgendwie aus dem Dungeon rauszukommen und vielleicht noch ein paar von den Monstern mitzunehmen, die die Kollegen umgebracht haben. Man kämpft dann gegen eine Reihe von den klassischen D&D-Monstern, muss zwischendurch aber auch mit der Umwelt klarkommen und verschiedene Ressourcen, die man hat, mit den Haushalten und neue Ausrüstung finden. Es soll sehr hart sein und wie gesagt, es ist ein Solospiel, was eher ungewöhnlich ist. Aber offensichtlich gibt es eine Szene, die nur auf so etwas gewartet hat, denn auch das ist absolut überfunded. Dann letztes klassisches Brettspiel, The Faceless. Das Setting für The Faceless ist ein kleiner, verschlafener Ort, wo in regelmäßigen Abständen offensichtlich ein Monster auftaucht und Kinder entführt. Das klingt sehr nach S, ist es im Grunde vom Hintergedanken auch nur, dass es kein Clown ist, sondern eine Horrorziege, die Kinder entführt und zu Monstern macht. Das Interessante an dem Spiel ist vor allen Dingen, wie sich es dann tatsächlich auf dem Brett verhält. Denn die kleine Kindergruppe, die man spielt, die versucht, das Ganze aufzuklären, hat einen Kompass und wird durch einen Kompass symbolisiert. Und man leitet sie über dieses Spielfeld, indem man Figuren mit Magneten hinstellt und dreht, um zu ändern, wie die Kompassnadel zeigt. Dann gehen sie nämlich immer in die Richtung, wo die Nadel hinzeigt. Das Obermonster hat tatsächlich aber auch einen starken Magneten. Und das heißt, man muss dann schauen, wie man seine Figuren platziert, damit die Kinder nicht direkt auf das Monster zulaufen und gefressen werden. Das klingt nach einer spannenden Idee. Keine Ahnung, ob die sich länger trägt. Aber auf jeden Fall ist es mal einen weiteren Blick wert. Dann
Zu guter Letzt, bevor wir zu den WTF-Momenten auf Kickstarter derzeit kommen, StarCrossed. Das ist ein romantisches Erzählspiel, wo zwei Spieler zusammen Charaktere entwickeln, die ineinander verliebt sind, aber aus bestimmten Gründen eigentlich nicht zusammenkommen können. Als Beispiele werden zum Beispiel genannt ein Programmierer und seine KI oder zwei Pro-Wrestler, die eigentlich miteinander Beef haben und sich nicht nahestehen dürfen. Und die Spielmechanik ist, dass man mit bestimmten Karten und Situationen handhabt, dann Szenen ausspielt und immer, wenn etwas passiert, aus einem Jenga-Tower ein Stäbchen rauszieht und oben wieder drauflegt. Das erinnert an das Horrorrollenspiel Dread, wo so Regeln ablaufen und dann irgendwann der Turm einstürzt und schlimme Dinge passieren. Nur wenn hier bei StarCrossed der Turm einstürzt, dann muss man seinen Gefühlen nachgeben und versuchen, tatsächlich mit der anderen Person anzubandeln. Also mit seinem Mitkollegen Wrestler zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein Spiel zum Beispiel für Julia, die auch hier öfters in unseren Videos auftaucht, die ein Herz für Indie-Romantik-Spiele hat, und alle anderen Leute, die ähnlich ticken wie Julia, sollten da auch mal einen Blick drauf werfen. Das wirkt sehr süß, aber vielleicht nicht für jede Spielrunde was. Dann, zu guter Letzt, unsere WTF-Momente. Und da ist unser einziges wirklich digitales Spiel an Sachen Crowdfundings diesmal drin. Und das ist Max und Maya, das verspricht, dass man ein Rollenspiel in der Figur einer Katze, männlich oder weiblich, spielt, die versucht, die andere zu finden. Man kann sie ausrüsten, sie kriegt Waffen, man kann Magie wirken, indem man ins Mikrofon brüllt oder zischt und faucht. Und man kämpft gegen Menschen, Hunde und Zombies und muss gleichzeitig eine Burg aus Kisten aufbauen und Kätzchen ziehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wirkt am Ende wie ein wilder Mischmasch von allen möglichen Dingen, die den Leuten eingefallen sind, bei Wir wollen ein Spiel, wo man eine Katze ist. Und ich habe keine Ahnung, ob das am Ende tatsächlich irgendwas werden wird und ob die Spielszenen, die einem da gezeigt werden, nicht einfach nur sehr viel aufgeblasene Grafik sind. Ich muss auch sagen, es läuft sich eher langsam an das Funding. Und das trotz der Möglichkeit in diesem Spiel, die Gegner zu bepinkeln. Ja, man kann eine, wie sie es nennen, Fäkalienattacke einleiten und auf Gegner pissen. Lädt mich jetzt nicht unbedingt dazu ein, damit zu machen. Und das letzte WTF habe ich schon vor einer ganzen Weile immer wieder im Internet gesehen. Das ist nämlich zwischenzeitlich ein bisschen viral gegangen. Das ist Kartoffelkrieg, was kein deutsches Spiel ist, obwohl man es denken kann, sondern versucht, möglichst martialisch zu klingen, was für englischsprachige Leute offensichtlich heißt, dass man Deutsch verwendet. Und es geht darum, dass man Plastikteile nimmt und sie in eine Kartoffel steckt und dann eine Mecha-Kartoffel in einem relativ klassischen Tabletop gegeneinander antreten zu lassen. Das ist bescheuert und leider auch gerade wieder gestoppt worden, aber es wird im Sommer nochmal anlaufen und dann soll es ein bisschen anders gestaltet werden und möglichst auch besser betrieben werden. Derjenige, der dahinter steht, konnte nicht auf alle Anfragen reagieren und dergleichen. Aber allein das Video dazu ist ziemlich großartig und das kann ich Ihnen empfehlen, mal reinzuschauen. Das war's für heute mit Shut Up and Take My Money, bis auf einen Aufruf, nämlich wenn ihr interessante Themen findet, Sachen, die neu angekündigt worden sind oder Crowdfundings, dann meldet euch ruhig bei uns. Wir können nicht alles selber finden. Wir können nicht garantieren, dass alle Sachen, die so bei uns eingereicht werden, dann am Ende auch in der Show landen, aber wir sind wirklich dankbar dafür, wenn ihr uns Bescheid sagt. Zum Beispiel, wenn Hasbro ein Crowdfunding macht dafür, eine ungefähr so lange Segelbarke von Jabba aus Plastik zu erstellen und wir es erst erfahren, wenn die Aktion vorbei ist und dann jemand hier im Studio wirklich weinen muss. Also verhindert, dass Nico traurig ist und sagt uns das nächste Mal Bescheid, wenn ihr solche coolen Crowdfundings findet. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Reinschauen. Vielen Dank an alle, die uns weiter unterstützen mit kleinen Trommelsets oder generell als Patrons und daher möglich machen, dass wir solche Formate hier bringen und ein Studio haben, in dem wir sie aufnehmen. Das war's auch für heute. Ich muss noch ein paar Leuten danken, wie immer, und auf ein paar Sachen hinweisen. Erstens vielen Dank an alle, die uns weiterhin unterstützen mit kleinen Trommelsets und natürlich an alle Leute, die auf Patreon uns finanziell unterstützen und es möglich machen, dass wir diese Sendungen bringen und dieses Studio haben, in dem wir sie aufnehmen können. Wir haben auch regelmäßig Live-Sendungen, die wir machen, entweder digitale oder hier aus dem Studio oder von zu Hause. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann könnt ihr auf die dumme YouTube-Glocke klicken, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung jedes Mal, wenn wir live gehen. Wenn ihr das vorab wissen wollt, dann findet ihr einen Kalender, wo wir die Sachen eintragen, wann wir vorhaben zu streamen und was wir da wohl machen werden auf tvorkenspalter.de. Wenn ihr euch über die Sendungen austauschen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel im orkenspalter.de Forum, wo ihr auch Anschluss an sehr, sehr viele andere Rollenspieler finden könnt. Dann, wir haben auch noch Partnerkanäle, die auch regelmäßig streamen. Das ist einmal Julia, die zeichnet, und einmal Steff, der Minis bemalt und sich generell mit Warhammer, Fantasy und anderen Tabletop-Spielen beschäftigt. Die findet ihr auch verlinkt bei uns. Und wenn ihr euch generell für unsere anderen Sendungen und dergleichen interessiert, schaut in unsere Playlist rein. Wir haben versucht, ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen und euch eine Übersicht zu bieten. Ich glaube, das war alles. Vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
that I'll be with you forevermore. You could not keep.